Herzlich willkommen im Blog Maria Magdalena. Ich möchte euch heute gern mitnehmen auf die Baustelle in der Maria Magdalenenkirche. Und zwar ist dort die Archäologieagentur am Arbeiten. Frau Dr. Kerstin Gessner und Frau Dr. Annette Dietrich und Herr Boris Freitag. Und die haben einiges sehr Interessantes entdeckt. Das würde ich euch gern zeigen. Hallo, hier ist die Archäologin, Frau Gessner. Sagen Sie, Frau Gessner, haben Sie dann schon was gefunden? Ja, in der Tat, wir sind gerade dabei, die Schüttung aus der Empore, aus der südlichen Empore rauszunehmen und sind am Sieben. Und einer unserer schönsten Funde, den wir heute gemacht haben, ist ein sogenannter Görtscher Nottaler, ein schwedischer Taler aus dem Jahr 1718, als Schweden im großen Nordischen Krieg mit verwickelt war. Und statt der Silbermünzen Kupfermünzen ausgegeben hat. Das hilft uns natürlich gut weiter, weil wir haben damit einen Ansatz für die Datierung und können sozusagen auch den Rest der Funde damit gut einordnen, also zu welcher Zeit die dort abgelagert wurden. Ein bisschen dreckig, und zwar ein 48. Taler von 1724, also Wahnsinn, unter ja. König Friedrich Wilhelm I. unter dem Soldatenkönig. Und ja, da ist auch auf der anderen Seite dann das Monogramm. Ja. Und diesmal tatsächlich auch mal was aus Preußen. Wir hatten ja uns ja schon Sorgen gemacht. Ja, warum es keine preußischen Münzen erweitert gibt. Nun die Münzsammlung. Ja, ich glaube auch, ich werde mich jetzt in Numismatik eindeutig fortbilden. Also, das ist das, ich glaube 28. Und die ist auch interessant, das ist eine Weltkugel mit Kreuz. Mhm, ja. Ja, offensichtlich nicht preußisch. Auf der anderen Seite eine Art Wappen. Stellt da ja sind wir noch nicht weitergekommen. Das Upsala. Entschuldigung. Ja nicht genau. Genau, dass man sich das mal ein bisschen vergrößert. Nein, muss ich jetzt ablehnen. Zu spannend. Kann sein, dass ich jetzt noch auf die Kirchturm klettern muss. Ach so, ja, okay. Oh, ja. Das gucke ich mal noch auf den Stand. Besser lesen können. Nee, hab's ein bisschen gewackelt. Also, oh, ist, okay. Ja. Ja, wir werden das mal mit also der auf der Seite scheint keine. Erodiert. Hier haben wir einen Pfennig, einen deutschen Reichspfennig und fünf Pfennige auch aus dem Deutschen Reich. Und diese sind aber interessant. Diese sind das spannend. Hatte ich eben gestern schon mal gezeigt. Das war diese sogenannte Silbermünze, das Notgeld aus dem großen Nordischen Krieg von 1718. Da sind wir 1816 offensichtlich ein Pfennig. Ja, napoleonisch. Genau. Und hier hattest du, Annette, hatte hier glaube ich auch noch eine Jahreszahl gefunden. War das diese Münze? Wo sind die Jahres? 1691, ne? Mhm. Genau. Die älteste. Das wäre dann erstmal die älteste, was wir hier hatten. Mhm. Aber wir haben noch in einem anderen Befund haben wir noch weitere Münzen. Mhm. Und das hieße ja, dass 1691. Da schon ein Fußboden genau, drin das war. Hieße, ja, das ja, ja. Wenn die Münze nicht auf den Tonplatten liegen lassen haben, wenn denn da eine Münze runterfällt. Da wäre es weggefegt ja worden, ja. Oder zu einem Zeitpunkt, wo man noch diese Münzen verwendete. Vielleicht dann, etwas später ja, auch noch. Später ja, sein, die halten sich sehr lange. Ja. Drei Münzen sind drin. Ich weiß ja nicht warum, aber Münzen interessieren immer besonders. Genau. Davon hatten wir vorhin schon mal gesprochen. Ja. Das ist die schwedische Münze, ein Daler. Ja. Das heißt auf Schwedisch sowas wie Silfmint, also übersetzt Silbermünze. Ja. Und hier auf der anderen Seite ist Phoebus Apollon im Strahlenkranz. Ja. Hier oben steht auch Phoebus. Und hier unten ist die Jahreszahl 1718. Ja, ja. Das hat man ja schon mal gesagt, das war während des großen Nordischen Krieges. Das ist nochmal jetzt hier, das sind die Kippermünzen, die in Umlauf gebracht wurden, genau, die also praktisch sich als Silber ausgeben, genau, aber selbst aus Kupfer bestehen. Genau. Ja. Und dadurch ist natürlich immer die Gefahr der Inflation gegeben. Und das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, der schwedische Finanzminister, auf dessen Betreiben hin diese Münzen ausgegeben wurden, der wurde dann auch gelyncht von dem aufgebrachten Volk, weil eben das Geld fortan auch nichts mehr wert war.
Also davon erzählte unsere Museumsleiterin auch, dass sie da auch schon andere Exemplare hier und auch aus hatten. Schweden? Ja, das muss ich erst mal gucken. Also genau. Von den Kippermünzen jedenfalls. Hatte sie auch. Okay, prima. Dann haben wir hier nochmal eine Scheidemünze, ein Pfennig von 1814. Und hier auf der anderen Seite sehen wir Lilienzepter und Krone. Ich weiß aber noch nicht, woher es stammt. Es ist nicht preußisch. Aber woher es kommt, weiß ich nicht. Vielleicht kann ich da auch mal mit Ihrer Museumsdame sprechen. Vielleicht hat die eine Idee. Und dann haben wir noch eine ganz ordinäre Münze. Und zwar ein Pfennig. Jahreszahl aus dem Deutschen Reich. Ist vermutlich 1942. Aber ist auch schwer zu lesen. Das ist sozusagen unsere Ausbeute, unsere Münzausbeute. Also offensichtlich was von der Kleidung auch abgefallen ist, ein bisschen Filz ist drunter. Ja. Also sehr viel Gewebereste, was man auch sonst nicht in den Ausgrabungen findet. Ja. Taschentücher, Reste, Stoff, Fetzen, was so abgerissen was ist. Abgerissen ist genau. Und dann eben auch nach wie vor Zeitung hier von 1875. Das würde ja gut zu dem Umbau im 19. Jahrhundert passen. Ja. Ja, wer weiß, was da ist, damit im Zusammenhang stehen könnte. Und offensichtlich hier auch ein Tapetenrest. Ja. Wo der jetzt herkommt. Aber die war ja nur sicher nicht an der Kirche geklebt. Nee. Da musste irgendwas anders damit passiert sein. Auf irgendeinem verschlungenen Pfad hat sie ihren Weg in die Kirche gefunden. Ja. Hier ist eine Murmel. Offensichtlich wurde Murmeln gespielt beim Gottesdienst. Ja, mit verschiedenen anderen Sachen hat man sich offensichtlich die Zeit vertrieben, wenn die Predigt mal etwas lange dauerte. Noch, man hat Körperpflege betrieben. Ja. Ein Kamm und hier ja, ein alter Beinkamm. Genau. Ja, und wenn es besonders langweilig wurde, hat man, und das ist wirklich köstlich, ein Stück Fensterglas mit Gravur. Moment, jetzt müssen wir mal sehen, wie man es am besten sieht. Und hier steht tatsächlich Esel. Ja. Also. Ja, es ist deutlich zu sehen, hier steht einfach eingraviert Esel. Süß, ne? Ja. Fragmente von Schuhwerk. Ja, also das ist Absätze zum Beispiel, ja. Das ist ja auch durchbrochen, das sieht so eher sandalenartig aus dann. Ja. Könnte man dann entweder Lederschnüre oder Nägel applizieren. Mhm. Ja. Und offensichtlich auch abgefallen von den Schuhen. Ja. Hier sind auch Lederreste vom Zuschnitt offensichtlich. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, ob dein Schuster sein Unwesen getrieben hat. Ich vermute nicht. Nee, das ist ja so das, was die Leute verloren das haben. Hatten ja mal 200 Jahre Zeit dazu. Genau, hier nochmal ein schöner Absatz. Ja. Genau. Ja. Aber insgesamt muss man sagen, weniger ergiebig als der Haufen oder als der Abraum aus der Südwestempore. Ja. Ja. Da hatten wir ja um einiges mehr drin. Auch mehr Münzen. Und hier ist es doch so ein bisschen. Ja. Schwer beweisbar, aber das war die Steinmurmel von dem Kind. Mit dem Kreis drauf, das hätte ich mitgenommen als Kind. Ein kleines Steinchen, genau. Danke für euer Interesse an der Maria Magdalenenkirche. Und wenn es euch gefallen hat, dann macht diesen hier. Und wenn ihr immer wieder dabei sein wollt, dann abonniert einfach unseren Blog. Ich sage euch für heute auf Wiedersehen und freue mich, wenn wir uns bald wieder begegnen.